That's it. Just a couple more vines and I'm out of here. Gut, so noch ein paar Ranken und ich bin frei. I think there's a passage to the cellar through the bathroom. Here, try this. I took it from the headmaster's room. Ich glaube, vom Badezimmer aus gelangt man in den Keller. Hier, nimm ich's. Ich hab's aus dem Schulleiterbüro. Im Garten fand ich Brian. Der arme Junge hing über Kopf. Aber ich konnte ihn befreien. Er erzählte mir, was er dem Schulleiter hat sagen hören. Etwas über das Zumauern des Kellers, um die Kinder aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Ich muss diese Wand finden. Hä? Ich habe den auch noch gar nicht befreit. Typisch. So typisch. RIP, liebe Mary. Ich habe vielleicht eine Idee. Also ich sollte vielleicht die Kamera wieder anmachen. Oder auch nicht. Was ist denn da jetzt runtergelaufen? Cannot hide. Du kannst dich nicht verstecken. Das werden wir ja sehen. Thanks a bunch. Man, I'll never misbehave again after this. Vielen Dank. Oh Mann, ich werde nie wieder unartig sein. Here, take this ball. I kinda, stole it, but I'll never do that again, I swear! Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie gestohlen. Aber so etwas werde ich nie wieder tun. Ich schwöre es. Sie ist so jung und hat... Ist das nicht ein Junge?
bring die Kugel zu dem roten Knopf. Ja. Gucken wir mal nochmal. Vielleicht spürt man auch ein Tier in die Waschmaschine. Seepferdchen. War doch hier, ne? Schade. Ach nee, hier oben war der. Blaseball. Wofür brauche ich jetzt einen Blaseball? Ach so. Well, well, well. You wanted to be near your niece, didn't you? Welcome to the mirrored world. Wie bitte? Mary hat meine kleine Jackie die ganze Zeit gefangen gehalten? Ich halte das nicht mehr aus. Teddy! Oh Gott.
Da streckt mir jemand die Zunge raus. Das brauche ich jetzt nicht. Aha. Hat gelächelt, der Teddy. Auntie, I'm so glad you're okay. Mary caught me and locked me here. I'm so sorry she tricked you. Tante, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Mary nahm mich gefangen und hielt mich hier fest. Es tut mir so leid, dass sie dich ausgetrickst hat. Please, let's get out of this horrible place. We should shatter that cursed mirror. It's caused all this trouble. Bitte lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden. Wir sollten diesen verfluchten Spiegel zerstören. Er hat uns all diese Probleme hervorgerufen. Vertausche die... Okay. Ach, warte, okay. Kann ich die auch? Nee, geht nur so. Nee, du musst auf jeden Fall dahin. Du gehst da rein. Wie auch ihre Diener scheint sie das Licht zu fürchten. Ich muss nur Sonnenlicht hereinlassen. The mirror is broken, but now we have to stop Mary. She's hiding in her sarcophagus. Der Spiegel ist zerbrochen. Aber wir müssen Mary aufhalten. Sie versteckt sich in ihrem Sarkophag. She's weak without the mirror. This is it. We can end this all now. This will help you open it. Ohne ihren Spiegel ist sie geschwächt. Jetzt ist es soweit. Wir können all dem hier ein Ende setzen. Hiermit kannst du ihren Sarkophag öffnen. Ja, aber ich will erst mal Licht reinlassen, oder? Endlich im Keller angelangt, fand ich den berüchtigten Spiegel. Ich holte tief Luft und ging hindurch. Na dann, dann bekam ich einen Schreck.
Jackie war auch dort. Ich kann es kaum fassen. Ich muss Ruhe bewahren, wenn ich sie retten will. Ich konnte Jackie befreien und fand Folgendes heraus. Bloody Mary hatte Jackies Seele in den Spiegelkeller gesperrt und ihren Körper dazu benutzt, mich hereinzulegen. Nun kenne ich die Wahrheit und kein böser Geist kann mich mehr aufhalten. Weißt du Bescheid, ne? Gibt keine Spiegelwelten, sehr gut. Grim Tales, Bloody Mary. Ja, liebe Leute auf YouTube, dann würde ich sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das dabei sein. Ich würde mich jetzt gleich erstmal ganz kurz pausieren. Und dann jetzt nachher auf Twitch direkt weiter mit einem anderen Spiel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folgen waren in Ordnung. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank, liebe Leute auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.